Hallo, servus und willkommen bei Monaco Deluxe. Schön, dass du da eingeschaltet hast. Heute bin ich bei euch aus der Front Row beim Supermodel Contest 2016. Wir schauen für euch hinter die Kulissen und versuchen mit ein paar Models zu sprechen, mit der Veranstalterin Veronique Kern und was sich sonst noch so alles ergibt. Seid gespannt. Hallo, hier neben mir sind die zwei Teilnehmerinnen von dem Model Contest heute Abend, die Emilia und die andere heißt Elisa. Und Emilia, ich möchte dich fragen, warum möchtest du Model werden? Was glaubst du, was dich heute hier erwartet? Und bist du überhaupt schon Model? Hast du schon Model-Erfahrung? Und warum bist du heute Abend dabei? Ich bin dabei, weil ich super Mode interessiert bin und auch super Kunst interessiert. Und ich bin ganz kurz in der Agentur und möchte jetzt hier mitmachen, um einfach größer rauszukommen. Darf ich dich fragen, bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen, aber ich glaube, es kommt eher dann kurz davor. Also jetzt geht's noch. Die Veronique, die Veranstalterin des Supermodel Contests. Du machst das jetzt schon zum 8. Mal in München. Richtig. Ja. Wie kamst du auf die Idee, das hier in München zu machen? Weil einfach München hat ein gewisses Lifestyle. Das Publikum ist einfach offen für Lifestyle und für Mode und auch für so einen tollen Abend. Ja. Deine Models sind ja nach dieser Show, wenn sie gewinnen, wirklich weltweit unterwegs. Wenn du mal kurz auf den letzten Contest zurückblickst und auf die Gewinnerin, wo hat man sie in letzter Zeit gesehen und von welchen Designern wurde sie gebucht? Genau, also das sind zahlreiche Models von letztes Jahr, die auch sogar nicht mal unter den drei waren. Aber reden wir mal von der dritte, das ist die Sarah Andres. Die ist gerade jetzt quasi in Paris für Hermes. Sie ist international, sie läuft für die ganzen Großen in Fashion Weeks, Mailand. Die ist auf dem Weg jetzt nach New York. Dann haben wir Nicola Atieno ist wirklich das Model, die es wirklich geschafft hat. Das neue Gesicht von Gucci. Gerade gestern kam auch die Kampagne von Benetton, gebucht ist von Benetton. Und neben mir steht jetzt Jana, die Gewinnerin des Supermodel Contest 2016 hier im Marriott Hotel. Wie fühlt es sich so an, unter den ganzen Teilnehmerinnen jetzt endlich gewonnen zu haben? Das ist großartig, also das hätte ich nicht erwartet. Es waren ja so viele hübsche Mädchen mit allen tollen Ausstrahlungen. Also es ist echt unglaublich. Hast du damit gerechnet? Nein. Auch nicht in den ersten drei zu kommen vielleicht?
Ich habe es mir natürlich erhofft, aber ich habe mir keine Hoffnungen gemacht, nee. Also, hast du zuvor schon gemodelt, schon Erfahrungen gesammelt gehabt? Ein bisschen, aber nicht wirklich, nee. Wie war es denn? Hast du dich im Contest dich angemeldet, also sozusagen beworben, oder hatte Veronique dich gefunden? Alex hat mich gefunden, ja. Bin ich und auch sehr froh, also es sind echt super Agenten. Ist echt toll, wie sie es machen. Weißt du schon, wie es weitergeht, oder lass jetzt erstmal alles auf dich zukommen? Ich mache noch mein Abi und dann lasse ich alles auf mich zukommen, dann sehe ich mal. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch nochmal. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier habe ich euch das Video vom letzten Mal verlinkt. Und vergesst nicht, mitten auf den Button zu klicken, um uns zu abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und folgt uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Denken kann, ist Mode und schöne Kleidung für mich was ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe ja auch immer schon eigene Modekollektionen gehabt. Dementsprechend halte ich mich natürlich gerne auf dem Laufenden, was es denn vielleicht eventuell